Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Ich zeige euch heute, wie man sich als Apple White von der Ever After High schminkt. Alles, was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Für unser Ever After High Apple White Make-up und Styling brauchen wir natürlich eine Vorlage. Ich habe hier die Puppe von Apple White. Ihr könnt natürlich auch einfach ein Bild nehmen aus dem Internet, euch das ausdrucken und einfach dann schauen, wie das Make-up von Apple White aussieht. Dann habe ich hier noch die Apple White Perücke. Make-up, das ist Aqua-Make-up, das habe ich bei den anderen Make-up-Tutorials auch schon benutzt. Das lässt sich ganz leicht mit Wasser anlösen und auftragen. Und ich habe noch meine My Model-Puppe hier und diese werde ich dann schminken. Ihr seht, das Gesicht von meiner My Model-Puppe ist schon etwas dunkler verfärbt durch die ganzen Schmink-Tutorials, die ich schon gemacht habe, auch schon Karnevalsschminke. Das Gesicht von der Apple White ist allerdings sehr, sehr blass. Das heißt, ich werde einmal komplett das Gesicht der My Model-Puppe mit weißer Farbe bedecken. Jetzt sieht man natürlich noch viel zu stark die einzelnen Pinselstriche, deshalb nehme ich jetzt hier mein kleines Abwaschschwämmchen und verstreiche die Pinselstriche gut. Weil mir weiß noch nicht deckend genug war und auch etwas zu blass, habe ich jetzt nochmal eine zweite Schicht drüber gemacht, mit ein bisschen Weiß und Orange gemischt. Und dann hat sie eher eine aprikotfarbene Hautfarbe. Und ich glaube, dann sieht sie auch weniger aus wie ein Clown. Auch hier werde ich natürlich das Ganze wieder versuchen, ein bisschen gleichmäßiger hinzubekommen. Es ist natürlich total schwer, auf dieser My Model Puppe etwas gleichmäßig hinzubekommen, weil die Haut sehr, sehr glatt ist. Ich werde das jetzt einfach mal so lassen. Ihr könnt euch das sicherlich denken, wie das auszusehen hat dann auf menschlicher Haut. Und mache weiter mit dem Augen-Make-up. Für die Augen habe ich jetzt schwarze und braune Farbe miteinander gemischt und werde die einmal damit umranden. Dann werde ich mit brauner Farbe die Augenbrauen malen. Dann nehme ich schwarze Farbe und male einen Lidstrich. Das ist auch relativ schwierig, weil sie lange Wimpern hat. Die versuche ich jetzt mal runterzudrücken. Dann werde ich die Augenbrauen noch ein bisschen dunkler machen. Die sind mir dann doch zu braun. Ich mache jetzt einfach nochmal mit Schwarz drüber. Dann nehme ich Rosa und tupfe hier ganz leicht auf die Wangen und werde es dann mit dem Schwamm etwas verwischen. Das soll dann nämlich Rouge sein. Apple White hat natürlich sehr, sehr volle und lange Wimpern. Ich werde jetzt nochmal die Wimpern der My Model Puppe etwas dunkler malen, weil die auch ein bisschen von dem Weiß abbekommen haben. Und dann werde ich unten noch Wimpern malen und auch oben. Zum Schluss kommen dann noch die Lippen, die werde ich in einem Rot- und Rosaton anmalen. Da habe ich jetzt diese beiden Farben einfach dafür gemischt. Zum Schluss kommt jetzt noch die Perücke. Die Haare habe ich ja schon nach hinten zusammen gemacht. Und jetzt müssen wir alles verdecken, was noch
übrig geblieben ist von den Haaren der My Model Puppe. So schaut jetzt unsere fertige Apple White von der Ever After High aus. Ich muss sagen, eine gewisse Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da, aber die Hautfarbe ist mir nicht so gut gelungen. Bei Apple White geht die eher so ins Orange-Beige und bei mir eher ins Rosane. Wie gesagt, auf der My Model Puppe ist es nicht so einfach zu malen oder zu schminken. Das geht bei euch wahrscheinlich wesentlich leichter auf eurer Haut. Also falls ihr euch so schminken wollt wie Apple White, benutzt auf jeden Fall ein Weiß, was ein bisschen gemischt ist mit Orange. Dann bekommt ihr diesen Pfirsicheffekt. Ansonsten habe ich unserer Apple White hier oben noch ein rotes Haarband, eine kleine Haarschleife verpasst, weil irgendwie fehlte etwas Rot. Sie trägt ja eigentlich eine Schleife und eine Krone, aber die war leider bei der Perücke nicht dabei. Trotzdem finde ich, dass sie einigermaßen auf jeden Fall so aussieht wie unsere Apple White. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!